Hallo, Kelly aka Mrs. Wheelock hier. Ich habe heute was richtig Cooles mit euch vor. Manche sagen, mir fällt nichts mehr ein. Manche sagen, ich befinde mich in einer kreativen Hochphase. Ich sag beides. Diese Woche machen wir nämlich Monster nähen. Wir nähen uns ein Monster. Wir nähen uns ein Monster. Auf jeden Fall freue ich mich wie ein kleines Kind da drauf. Ich glaube, das ist eigentlich auch für kleine Kinder. Und ich wollte meine Nähskills erweitern. Nee, wenn ich das überhaupt aufbekomme. Hallo. Wow! Voll geil! Wir haben ein Holzstab. Ganz viele Stoffe und ganz viel Filz. Watte. Nadel und Faden. Noch mehr Faden. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Achtung, für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Puh. Der Umgang mit Nadel und Faden ist jedoch am Anfang nicht ganz einfach. Ja, ich habe noch nie irgendwas genäht. Mit dieser Kiste kannst du gruselige und lustige Monster für dich und deine Freunde nähen. Freunde? Ach, das seid ihr! Ich verfall gleich in diese Kinderstimme, weil ich so... Ich bin so aufgeregt, ich will Monsterfreunde machen! Erstmal muss man rausfinden, was für ein Monster man überhaupt machen will. Deswegen muss man folgende Fragen beantworten. Welche Form hat dein Monster? Ich würde sagen, eiförmig. Welche Farbe hat dein Monster? Gelbe. Wie viele Augen hat es und wie viele Beine? Also ich will auf jeden Fall, dass es mindestens 3 Augen hat und Haare. Zum Schluss musst du dir natürlich noch einen Namen für dein Monster ausdenken. Einen Namen. Pupelschnupel. Lass es uns Pupelschnupel nennen. Und jetzt soll mal ein Bild von Pupelschnupel malen. Wir wissen alle, wie talentiert ich in Malen bin. So soll Pupelschnupel mal aussehen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Pupelschnupel. Da machen wir ein ganz fettes, großes. Mit der Form bin ich zufrieden, also schneide ich aus. Pupelschnupel, 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 Pupelschnupel. Das wird so geil. Okay. Unser Pupelschnupel ist ein bisschen schief. Aber macht nichts, wir sind ja alle schräge Leute. Ohne Witz, ich bemühe mich voll, dass der voll gut wird, weil der ist ja für euch der Pupelschnupel und nicht für mich. Das einzige Problem sehe ich darin, dass wenn es zu lange dauert, wird mir langweilig und dann versuche ich das voll schnell zu machen und dann wird es scheiße. Pupelschnupel! Oh nee, der Akku ist leer. Scheiße. Fuck! Was? Ich dachte, während der Pause, während mein Akku auflädt, mache ich mich auch mal ein bisschen künstlerisch zurecht. Und es könnte sein, dass ich mittlerweile ein bisschen eingetrunken bin. Auf jeden Fall habe ich meine 2 Stoffteilchen ausgeschnitten und jetzt geht es an die Augen, glaube ich, und an den Mund und alles. Steht hier auch echt alles voll kompliziert drin? Ich wirklich. Deswegen mache ich das ohne die Anleitung. So klappt es nämlich bei uns eh immer am besten, stimmt's? Pupelschnupel. Hä, auf Filz kann man ja gar nicht draufmalen. Scheiße. Wir schaffen das auch so. Ist doch gar nicht so schlecht. So eine Kacke. Ich hab's. Yay. Hä? Gott, ist das eine Fusselarbeit. Was habe ich mir da angetan? Boah, ich glaube, ich kann richtig gut nähen. Ich habe es zwar noch nie gemacht. Boah, das wird so geil, Leute. Ohne Witz. Und jetzt? Faden vernähen. Eine Schlaufe muss man jetzt machen. Oh. Und das war's? Boah, das ist übel viel Näharbeit, ey. Als hätte ich's nicht geahnt. Yeah. Und jetzt habe ich meine Nadel verloren. Und das ist voll die gefährliche Situation. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Ah, da ist sie. Ist die? Boah, ist das ätzend. Oh, ist das eine ätzende Fummelarbeit. Vor allem, ich habe auch noch so einen Pseudotremor. Meine Hände zittern einfach die ganze Zeit. Yeah! Schaut lieber nicht auf der Rückseite, das einfach, aber yay! Boah, ich kann nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Die 2 anderen Augen werden einfach Kreuze, als ob es tot wäre. So ungefähr.
voll geil geworden. Boah, ich weiß nicht, Leute. Ich habe schon jetzt schon wieder keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das muss ja nicht schön sein. Das ist ja auch ein Monster. Das vergesst ihr immer wieder. Gebt's zu. Das hat sich irgendwie ganz komisch verhakelt. Nee, bitte. Willkommen bei Kelly aka Mrs. Vlog, wo sie lernen, sich um die richtige Arbeit rumzuschmuggeln und zu bescheißen. Wie machen wir jetzt einen Mund? Rotes Filz. Oh mein Gott. Was ist denn? Boah, jetzt müssen wir das schon wieder festnähen. Hä, wo ist denn da der Anfang? Hallo? Scheiße? Hä? Oh nee, ey. Ich hab die Nadel verloren. Wo ist die Nadel? Was, wenn ich mich jetzt mit meinem Arsch hinsetze und die sticht mir genau in den Popo? Boing, 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 boing. Wo ist die Nadel? Hier. Erstmal Pause. Was für eine dumme Scheiße mach ich hier? Nein, wisst ihr, was wir wirklich brauchen? Jemanden, der es für uns macht. So nähen und backen und so ein Kack. So eine Mutti. Aber halt nicht eure Mutter, sondern jemand, der euch nicht anmeckert, wenn ihr die Spülmaschine nicht ausgeräumt habt. Jemanden, den ihr bezahlt dafür. Das heißt, Kinder, macht schön euer Abitur. Dann könnt ihr es euch vielleicht irgendwann mal leisten, jemanden zu bezahlen, der so eine Kacke für euch macht. Also ich kann es mir nicht leisten. Noch nicht. Ich erzähle meinen Eltern schon seit ich ungefähr 5 bin, dass ich ihnen irgendwann mal eine Yacht kaufen werde, weil ich so reich werde. Dabei wollen die gar keine Yacht. Welcher Mensch will denn keine Yacht? Scheuert. Wow. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt schon, das wird das Beste sein, was ich jemals genäht habe. Und wisst ihr auch warum? Ich habe noch nie was genäht. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich da jetzt schon dran sitze, ey. Oh Mann, jetzt habe ich das schon wieder falsch angenäht. Ich habe keinen Bock mehr. Hä? Sieht doch einfach nur fabulous aus. Ich kann nicht mehr. Aber ich habe euch versprochen, es wird das schönste Monster der Welt. Die Erkenntnis des Tages, ich finde nicht nur Backen und Kochen scheiße und langweilig, sondern auch nähen. Boah, sorry, ey, aber ich kann ihm echt nur einen Arm nähen. Das ist mir irgendwie zu doof. Ey, wie machen das diese ganzen Cosplayer und so? Jetzt mal ganz ehrlich. Unbelievable. So, ich habe jetzt nochmal eine kleine Pause gemacht und ein bisschen weiter gemacht. Jetzt habe ich einen Arm gemacht und Haare dran genäht. Mittlerweile würde ich mich mit dieser scheiß Nadel einfach gerne umbringen. Ich mache hier echt einen YouTube-Hardcore-Shit. Warum macht denn kein YouTuber Bastelvideos, habe ich mich gefragt. Weil es verfickt anstrengend ist. Deswegen. So ein Scheiß. Anstatt was Kreatives zu machen, werde ich einfach wieder dazu zurückkehren, Videos auf der Toilette zu machen. Ganz einfach. Das dauert nicht so lange, wie ein scheiß Monster ins Leben zu erwecken. Ich fühle mich wie fucking Frankenstein. So, wenn wir das bekackte Monster jetzt endlich zugenäht haben, müssen wir einen kleinen Freiraum lassen und das ganze Ding umstülpen und dabei aufpassen, dass die verkackte Naht nicht reißt. Wie soll ich denn das machen, bitte? Jetzt habe ich auch noch festgestellt, dass ich den Arm nach innen eingenäht habe. Was ist das für eine Kacke? Boah, ja! Jetzt kommt der lustige Part. Wir müssen unser Monster mit Watte füllen. Mindestens so fett. Und stopfen dem scheiß Monster die Fresse voll. Das sieht ein bisschen aus wie Zuckerwatte. Schmeckt aber nicht so. Ausstopfen, ausstopfen. Das dauert mir schon wieder viel zu lange. So, jetzt sollen wir das Loch noch mit irgendwelchen scheiß Extra-Stichen schließen. Boah, keine Ahnung. Warum überschätze ich mich immer so? Ich habe doch keinen Plan vom Nähen. Andererseits ist dieses Bastelkit auch für Kinder ab 8 Jahren. Aber ihr versteht es nicht. Die machen das mit ihren Eltern und ich mache das alleine. Alles ist scheiße. Vor allem scheiße. Jetzt hat sich meine Nadel. Love you. Ich mache das nur für euch. Love you. Jetzt ist der Knoten zu klein. Okay. Schnitt. Hey.
Ohne Witz, ich sehe sogar richtig fertig aus. Es hat mich so fertig gemacht. Also das ist Pupelschnupel. Ich finde, obwohl Pupelschnupel ein bisschen behindert ist, kann er wenigstens Headbangen. Und ich los den unter allen Kommentaren aus. Und ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, wieso ihr Pupelschnupel und für was ihr ihn braucht. Und damit sind Pupelschnupel und Mrs. Vlog auch out. Ich bin nämlich fertig. Neue Videos jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Oh.